Ja, moin miteinander. Leute, Knubbeltime. Ich will heute das aufholen, was beim letzten Mal die GoPro gefressen hat. Die 10er läuft wesentlich geiler als die 9er. Wahrscheinlich hat die andere wirklich einen Knacks weg gehabt. Und bislang bin ich mit dem Ding hier wirklich zufrieden. Die läuft flüssiger, schneller. Top, wirklich top. Und klar, 5,3K braucht kein Mensch. Genau, wir gucken uns heute mal das Gasgestänge an, was die Kamera letztes Mal gefressen hat. Und wir wollen ein bisschen Gas geben, weil das Lenkrad wollen wir auch noch umbauen. Und deswegen geht die hier gleich auf das Stativ. Ich werde euch hier mal andocken. So. Ich habe das Gasgestänge gemacht. Es wurde leider nicht gefilmt. Ich habe es ja in dem Tüdelsonntag mal gezeigt, wie das dann aussieht. Und man kann manches kein zweites Mal machen. Ich kann es euch nochmal zeigen, wie es war. Ja, das war hier das Gasgestänge. Die Schraube, das war alles komplett ausgelutscht. Die ist hier auch nur angesetzt, um es nur mal zu zeigen. Das war der Bolzen, der da drin war. Ich habe keine Ahnung bei dieser Bund, ob die Schraube so eingelaufen ist oder ob das eine Hülse ist. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle, dieses Teil hatte ich aufgeschweißt. Oh, stück dich daran hier, oder? Oh, Moment. Die Buchse, die war von der Schraube hier komplett gefressen. Hier sieht man ja diesen abgenutzten Bund. Und hier war eine richtige Faser reingeschliffen. Hier ist auch eine ganz leichte Faser drin. 30 Grad habe ich da wieder reingedreht mit dem Senker. Die habe ich hier mit Wick aufgeschweißt, habe die mit der Flex einfach nur plan geschliffen. Und die Bohrung, da gibt es so eine Schleifaufsätze hier für einen Gradschleifer. Der ist natürlich viel zu groß und passt da nicht rein. Und dann gibt es die Dinger noch, oh, ist hier runtergefallen. Das sind so eine, ja, Lamellen-Schleifaufsätze. Der andere war danach auch durch. Wenn die abgenutzt sind, dann kann man sich die alten nochmal wegpacken, um sowas aufzuschleifen. Die kann man dann einmal durchrammen. Dann hat man eine schöne glatte Oberfläche. Und ob das Ding jetzt auf Mühe gerade läuft oder nicht, ist ja auch vollkommen egal. Auf alle Fälle habe ich mir so eine Hülse dann gebaut. Die ist jetzt natürlich komplett eingefettet. Ich spiele hier mal kurz zwei Bilder ein, wie das Ding mal neu aussah. Müsste jetzt irgendwie 2x4 Sekunden sein. Und genau. Habe hier eine Schmierbohrung eingebaut, also einmal durchgebohrt, eine kleine Nut reingedreht, damit man das alles ein bisschen auch fetten kann. Und das Ding passt hier gerade rein. Es ist keine H7-Passung, es ist immer noch ein ganz leichtes Spiel. Diese ganze Halterung hier für Mähwerk habe ich abgebaut. Und das Ding wird hier einfach reingeschraubt. Die Hülse ist ein Ticken länger als das Gaspedal, dass man trotzdem noch ein bisschen seitliches Spiel hat. Weil ganz, ganz, ganz stramm will man es ja nicht haben. Ja, Höhenspiel ist raus und das seitliche Spiel ist nachher noch ein bisschen da. Wir können die ja mal kurz anknallen. Für eine Probefahrt, um das Ding mal warm zu fahren, wird es funktionieren. Aber das Gaspedal werde ich nochmal umbauen. Das gefällt mir so nicht. Ich weiß nicht, ob die damals kleinere Füße hatten oder was. Ich habe keine Ahnung. Ne? Hier ist jetzt ein leichtes seitliches Spiel, ist hier drin. So, hier. Aber das Höhenspiel ist raus. Und die Verbindung zwischen Gaspedal und Gestänge ist jetzt sofort gegeben. Das Gestänge ist ja, ja, läuft ja einfach nur lang. Hier kann man es nochmal verändern in der Position. Geht vorne aber auf den Regler rauf. Was mir nicht gefällt, ist dieser Abstand. Dieser Abstand zwischen Gaspedal und Bremse, der ist so klein, da passt gerade mal ein Finger zwischen. Und man fährt die ganze Zeit nur mit der Zehenspitze. Ja, für eine halbe Stunde hier gegenfahren ist das alles cool. Man hat ja auch noch so ein Handgas, ja. Aber ich werde diesen weiter nach hinten bringen. Na, da werde ich mir auch ein kleines Flachstahl nehmen, das liegt auf der Werkbank. Den werde ich verlängern und werde das Gas 3 cm nach vorne bringen. Damit hier, dass man vernünftig mit dem Fuß eine Auflage hat. Na, dann muss man nicht die ganze Zeit mit der Zehenspitze fahren. Dann kann man da wenigstens vernünftig draufdrücken, kommt vernünftig in den Volllastbereich rein. Ich denke, das
wird mir persönlich mehr Erfolg bringen. Dann haben wir unser Gasgestänge. Das ist ja natürlich einfach nur eine Bohrung. 6 mm Rundstahl, was einfach nur einmal abgewinkelt ist mit einem Splint auf der anderen Seite. Auch das klappert natürlich alles hin und her. Und natürlich reden wir immer noch von 70 Jahre alte Technik. Aber wenn ich irgendwas total scheiße finde, dann ist das Spiel im Gas. Also es kann alles ausgeschlagen sein an so einer Karre. Also Gas sollte wirklich sofort da sein und ohne Leerpunkt und ohne Totpunkt. Ja, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Das alte Gestänge möchte ich natürlich ganz gerne erhalten. Wenn ich jetzt aber das Gas weiter nach hinten bringe, ja, muss natürlich auch hier das Gestänge verlängert werden. Weil sonst wird das vom Winkel gar nicht mehr passen. Entweder man nimmt einen neuen 6 mm Rundstahl, biegt den einmal krumm, tüdelt den da durch und hat wieder das gleiche wie vorher. Oder man nimmt so eine Augenschraube. Ja, man verlässt natürlich den Originalwert und trennt den hier ab, schweißt hier eine Schraube oder ein Gewinde an und schraubt hier so eine Augenschraube ran, die man dann von hinten verschrauben kann. Vielleicht noch schwarz machen, Schraube durch, alles geil. Oder man nimmt so einen Kugelkopf, die sind am Gasgestänge, am Unimog zum Beispiel verbaut oder an Haubenlüftern oder so. Das Gegenstück ist eine Kugel, wird hier reingesteckt, wird hier mit einem kleinen Splint gesichert. Und dann hat man halt hier nur einen kleinen Kugelkopf, der noch weniger auffällt. Oder, ja, was komplett ausfällt, sind so eine Gabelköpfe. Und die sind halt auch im Onimog verbaut. Das ist zum Beispiel die Betätigung für die Hydraulik. Da können wir hier auch ein Gewinde anbauen. Geht dann hier, kriegen wir den jetzt auseinander. Ne, ist ein Splint durch, dann halt noch neu. Ja, und geht hier direkt über das Gasgestänge rüber, verbolzt das und hat ein Gabelauge dran. Das sind so die Möglichkeiten, die man machen könnte, um das Spiel da rauszukriegen. Welches ich mache, ich weiß es noch nicht. Vielleicht wird es hier so ein Kugelauge sein, weil das ist von der Optik, wenn das so von hinten ist, man sieht es eigentlich gar nicht und das ist echt spielfrei. Handgas ist mir schon wieder bald egal. Ja, der ist ja auch eingelaufen. Den werde ich wahrscheinlich abtrennen, einen neuen Quersteg anschweißen und das Ganze mal wieder verstiften. Neues Gestänge. Ja, neues Gestänge heißt, die alte Optik ist weg, die Patina ist weg. Klar kann man das wieder rosten lassen, aber ich denke mal, das alte ist noch gut. Das hier ist ein Flacheisen vom Mähantrieb, das habe ich da abgebaut. Und das werde ich nehmen, um mein Gaspedal zu verlängern. Ja, das ist, gehörte mal zum Knubbel, ich habe es auch schon mal angezeichnet. Wie gesagt, es war eigentlich auch alles schon gedreht, aber die Karte war halt leer. Und da ist der Plan, hier einfach so ein Flacheisen anzuschrauben, hier zu verschrauben und hier ist angezeichnet die Bohrung, sieht man das noch da, dann will ich 3 cm mit dem Gaspedal nach hinten. So der Plan. Letztes Mal, ich habe auch Öl aufgefüllt. Öl ist auch so ein Ding, hat man glaube ich schon vor langer Zeit, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Öl wird es keinen eigenen Teil geben, weil Öl hat jeder seine eigene Meinung. Und ich kippe hier auf meinen Trecker und meinen Hydraulikanlagen das Gute von Manolum rauf. Ja, Traktor Superöl nennt sich's. Ja, wo Traktor draufsteht, kann auch nur ganz tolles Zeug drin sein. Ganz normal 15W40, 20 Liter Kanister. Ich warte es eigentlich noch, dass der leer ist, damit ich die alte Brühe da reinkriege. Und habe gerade ein neues bekommen. Das kommt im Karton an. Eingeschweißt hier in so einer Tüte, ne? Verlinke ich unten rein, ist mittlerweile auch ein bisschen teurer geworden, also für 40 Euro kriegt man so einen Kanister nicht mehr, liegt mittlerweile irgendwas bei 60, plus minus, die Preise schwanken immer so ein bisschen, aber 3 Euro für einen Liter Öl, das ist okay und 20 Liter, also ich sag mal, wer so einen Trecker hat oder zwei Trecker hat, 20 Liter Kanister ist immer wesentlich geiler und wenn die Dinger leer sind, kannst du das Altöl da reinkippen und kannst das über den Fachhandel abführen. Ne? Genau, das zum Thema Gas. Jetzt wollen wir uns das Lenkrad nochmal angucken. Lenkrad
ja, die Probefahrt, es macht mit diesem Lenkrad einfach überhaupt gar keinen Bock, weil wie man sieht, das Ding ist, ja, also jeder Crepe auf dem Jahrmarkt ist flacher als dieses Lenkrad. Und genau, Lenkrad hat hier, ich weiß gar nicht, ob das ein Hohlspannstift ist oder ein ganz normaler Bolzen, es wird ein Hohlspannstift sein. Der ist hier quer durch, von außen eine Schraube. Und dann haben wir im Lenkrad in der Narbe noch eine Nut. Ja, das sieht dann so aus. Haben wir ja alles da. Das hier ist das originale Vintage-Lenkrad vom Andi. Ja, war nicht so doll verpackt, hat hier, ist hier schon gebrochen, hier hat's Risse. Deswegen kommt Neues drauf. Ne? Hier ist die Nute reingestochen für die Passfeder oder für den Keil. Und wir haben hier die seitliche Bohrung für den Stift. Die werden wir jetzt mal rausprügeln. Lenkräder gehen immer schlecht runter. Ich glaube auch nicht, dass dieses hier schon mal irgendwann in seinem Leben ab war. Da gehe ich nicht von aus. Es ist eh kaputt. Von daher ist das vollkommen egal, wie wir es da runterholen. Es muss halt ab. Und das werden wir jetzt mal tun. Ja. Also neben der Akkuflex ist das hier echt mein Lieblingsspielzeug der Akkutechnik. Aber dieser Schlagschrauber, der nimmt da so viel Arbeit ab. Ja, er ist groß, er ist schweineschwer und es gibt wesentlich kleinere. Aber ja, das Ding hat halt Leistung und man muss sich da nicht ärgern, dass es nicht funktioniert. Und ja, was gibt es Schöneres als irgendwas, was man eigentlich immer nicht so richtig ausnutzen oder auslasten kann. Von daher lieber eine Nummer größer als zu klein und sich ärgern. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir das hier runterkriegen. Ach, hier ist ein Magnetfuß dran. Ja, ob das schon mal los war oder nicht, ich weiß es nicht. Hier werde ich jetzt auch gleich mal Rostlöser reinknallen. Dann hoffe ich, dass wir vernünftig diesen Splint hier oder diesen Hohlspannstift hier rauskriegen. Nicht, dass er sich noch groß wird. Und ich sag mal, wer wirklich ein neues Lenkrad aufbaut, wenn es wirklich nicht kommt und das Ding ist festgegammelt, nimmt eine Reziprosäge und sägt das Ding einfach auf. Ja, mit dem Abzieher hier am besten nachher eine Mutter rauflegen. Das gucken wir uns aber gleich nochmal an. Nicht, dass man sich hier mit dem Abzieher das Gewinde verhurt. Hier ist nämlich richtig Schmalz drauf. Ich bin gespannt. Ich hole mal einen Dorn und einen Hammer und dann kloppen wir das da mal raus. Das Lenkrad ist so krumm, dass ich da nicht mal vernünftig mit dem Hammer rankomme. Ja, aber ich glaube, auch das kriegen wir kurz gelöst hier. Ja, das ist ja eh alles egal. Ja, klappt ist der ganze Kram eh. Also können wir doch ein bisschen rabiater rangehen. Und ja, das Lenkrad mal ein bisschen richten. Guck mal, ist wieder fast wie neu. Ja. Ja. Das hat ja erfolgreich nicht so richtig gut funktioniert. Leute, da ist nur Dreck drin. Da ist nicht mal ein Stift durch. Nur Dreck. Der Dorn ist ein bisschen kurz, oder? Mir fehlen da ein paar Millimeter. Ja. Ja, das ist ein toller Hohlspannstift. Also war schon mal ab. Wie man sich mit Dreck täuschen kann, oder? Krass.
Ich glaube auch nicht, dass das freiwillig kommt. Da gleich sehen. Setzen wir mal einen Abzieher an. Wenn ihr den Abzieher ansetzen wollt, entweder legt ihr euch da was rauf oder dreht eine Schraube rein. Und wenn ich eine Schraube nehme, dann nehme ich die Schraube und haue da noch eine Mutter oder eine Scheibe mit unter, dass man jetzt nicht die ganze Kraft auf das Gewinde drückt, sondern wirklich hier auf diese Anlagefläche. Ja, jetzt drücken wir jetzt eigentlich auf diese Scheibe oder auf diese Mutter und die Kraft geht oben auf den Bolzen und nicht aufs Gewinde. Im schlimmsten Fall, wenn sich das Ding ja wirklich wehrt, ja, staucht ihr das Gewinde innen drin noch, dann habt ihr nicht das nächste Problem. Und so verteilt man die Kraft einfach ein bisschen. Ich glaube, der Abzieher könnte auch ein bisschen lütt sein hier. Das weiß ich noch nicht so genau. Wer seine Abzieher richtig vergewaltigen will, nimmt einen Schlagschrauber. Wer da ein bisschen länger was von haben will, nimmt eine Knarre. Weil Schlagschrauber können die eigentlich gar nicht ab. Das mögen die nicht so. Bei mir hätte sonst kein Werkzeug werden dürfen. Na guck, das hat doch schon mal richtig gut funktioniert. Und so schlecht sieht die Welle gar nicht aus. Na, so ist es, wenn kein Wasser rankommt, selbst nach Jahrzehnten. Hier unten alles rostig und vernarbt, hier oben alles schön. Die werde ich jetzt nur ein bisschen reinigen. Nur einmal ganz kurz abziehen mit Vlies, dass wir den Dreck darunter kriegen. Und dann kommt da ein bisschen Fett dran. Das neue Lenkrad ist aus Aluminium. Und damals das Superheilmittel war immer Kupferpaste. Ja, nimmt man heutzutage im Regelfall nicht mehr. Macht da einfach ein bisschen... Hör ein bisschen Fett dran. Man kann hier auch Bremspaste nehmen, geht auch. Irgendwas, was halt nicht reagiert mit dem Material. Und dann knallen wir es da oben wieder rauf. Es ging doch schon wieder mehr als besser und gut. Top, geil. Ach ja, geil darf ich ja nicht mehr so oft sagen. Schön. Ja, na guck mal an. Also manches geht echt gut von der Hand, ne? Also beim Lenkrad hätte ich jetzt auch gedacht, es wird sich mehr wehren. Aber ganz ehrlich, Patina hin oder her, sowas hier, ne? Also da muss man, das hat mit Patina nichts mehr zu tun. Das Ding ist einfach nur Schrott. Ja, das hat seine Lebenszeit erreicht. Ich glaube, wegschmeißen werde ich es nicht. Im Endeffekt, ich habe mal so ein Flug. Was heißt restauriert? Ich habe den schön gemacht und da war auch so ein Speichenrad. Und dieser Alukern hier, da sind diese Metallstreben, die sind einfach nur reingesteckt. Du kannst ja auch mal ein neues bauen. Ich weiß gar nicht, ob es noch Firmen gibt, die so Kunststoff beschichten. Ja, hier ist bröselt alles auseinander. Ne? Das ist halt alles sehr betagt. Und hier, guck mal, ist das sogar nur ein Rohr, das Lenkrad. Sieht man das? Hier. Es fault durch. Es ist ein Rohr. Ich dachte mal, es wäre Vollmaterial. Aber es ist nur ein Rohr. Ja, packen wir mal weg. Ja, man müllt sich ja noch nicht genug zu mit irgendwelchen Schrott. So, ich ziehe euch hier mal vom Magnetfuß. Sehr gut.
Ja, da kannst du eigentlich mal bald zu einer guten Probefahrt gehen. Aber ich komme hier halt immer noch nicht aus der Werkstatt raus. Wir haben es noch nicht dazu gekommen, das Tor heile zu machen, wie ihr letztes Mal gesehen habt. Und ja, mit dem Gasgestänge, wenn ihr sowas habt und ihr wollt das boxen, man muss es halt nicht immer sehr, sehr komplex und kompliziert machen. Man kann auch einfach vorne quer einen Bolzen dran schweißen, vielleicht mit Wick, oder man biegt sich einfach eine Stange einfach neu, 6 mm rumgebogen, kleines Loch durch mit dem Splint, weil Spiel im Gas, es nervt, ne? Das nervt mich wirklich. Also die Kupplung hier, das ist alles normal, das ist normales Totspiel. Und auch bei der Bremse, gut, die hier klemmt eh. Ja, da muss überall ein bisschen Spiel drin sein, obwohl die hier auch echt stramm ist. Aber so im Gas, wenn man hier echt erstmal 3 cm treten muss oder 4, bevor da was passiert, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Spaß. Na, Lenkrad ist drauf, kommt auch von Delegro. Natürlich glänzt das wie eine Speckschwarte jetzt. Aber das wird sich auch schnell abgrabbeln und sich dann wahrscheinlich so ein bisschen der Allgemeinheit fügen. Was ich auch richtig cool finde, also ich kriege mindestens einmal die Woche eine Nachricht, dass Leute aufgrund von diesen Videos jetzt einen Knubbel suchen. Richtig krass. Und ab und zu auch Nachrichten, dass sich Leute wirklich einen Knubbel gekauft haben. Ja, im Endeffekt, man hat ja dann alles richtig gemacht. Ne? Ziel ist, dass Menschen oder ihr oder die Schrauber oder die es mal gerne werden wollen oder sind oder sich dazu entschließen, sowas zu machen, die Angst zu verlieren und einfach anzufangen. Sehr cool. Ich verabschiede mich, verabschiede, was ist mit diesem Wort? Verabschiede mich. Das habe ich schon mal gehabt, glaube ich, oder? Genau. Faden verloren. Wir fangen nochmal von vorne an. Leute, habt noch einen schönen Tag. Ja, bleibt gesund. Das Übliche, was wir seit 2 Jahren hören und noch viele Jahre hören werden. Wir sehen uns. Dranbleiben. Munter, Leute.